Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Wir warten mal, bis dieser kleine Extra-Ladevorgang abgeschlossen ist, was auch immer das sein soll. Und jetzt steigen wir ein. Sehr schön. Fluchtkapselschlüssel, da müssen wir hin. Oder müssen wir da hin? Zwischenziel? Keine Ahnung. Also hier waren wir schon drin. Genau. Sind wir von hier gekommen? Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Ach Yi. nee, wir sind von da gekommen, genau. Okay, jetzt bin ich wieder drin, alles klar, geht los. Schnell gucken, dass keine Mimics im Raum sind und dann kann man direkt mal in Ruhe sich die Sachen einsammeln. Schönes Bild. Die sind aber ganz schön laut, kann das sein? Forschung abgeschlossen. Ja, ich habe auf J gedrückt und es kam einfach das Journal nicht, keine Ahnung. Geschütz, Geschütz, Geschütz. Moment, Notizen, Forschung. Da, genau, Geschütz. Auszug aus der Technikdatenbank. Der Genauigkeitsgrad dieser neuesten Geschütz Iteration stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber der letzten Generation dar, was einer Steigerung von 17% entspricht. Die Probleme mit der Ladehemmung beim Wechsel in den Transportmodus scheinen gelöst worden zu sein. Die Stabilität ist jedoch nach wie vor grauenhaft. Das Psychoskop-Element funktioniert gut, aber ich empfehle, die Empfindlichkeit etwas zu senken. Ich habe Beschwerden von der Psychotronik erhalten, dass einige der Prototypen, die wir zum Testen dorthin geschickt haben, etwas überempfindlich reagieren. Ich frage mich, warum Morgan immer noch extra Notizen dazu schreibt, aber why not? Leicht zu verbessern und zu reparieren. Basismodell ist gegenüber einiger der größeren Typhon schwach. Vorsicht im Umgang mit Neuromods in der Nähe. Können Typhon-Material absolut nicht ausstehen. Okay. Ja, wozu jetzt reparieren? Wir brauchen es ja eh gerade nicht. Hocker. Das wäre, denke ich, verschwendet. Labore A. Bin mir nicht sicher, ob hier Mimics sein können oder nicht. Evan Avery. Sammeln auf jeden Fall einige Sachen ein. Was aber, denke ich, auch einfach normal ist in einem Labor. Verzeihung. Ich glaube, für oder gegen Mimics ist das ganz gut, dieses Geschütz. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online. Kommt her! Kommen die auch mal her, oder? Kommt doch mal. Die kommen die nicht hier durch, oder? Was ist denn los? Toll, es war im Aufwand ja kaum wert. Also wir hätten auch einfach die selber platt machen können mit unserer Pumpgun. Das wäre viel schneller gegangen. Egal. Sehr sinnlos. So. Ich glaube, das war's, oder? Hier unten liegt noch was. Typhon-Organ. Okay, hier liegt noch einiges.
Sehe ich gerade, es besteht einfach nichts. Ich mach mal Licht an. Ist da noch eine Petrischalen? Ja, Petrischalenprobe. Die finden wir jetzt ziemlich oft. Müsste ja dann wahrscheinlich organisches Material dabei rauskommen. Naja. So, das war's jetzt aber. Danke für die gute Arbeit, Geschütz. Schön gemacht. Aber wie gesagt, hätten wir wahrscheinlich schneller. Ich meine, wir haben Munition gespart. Sehen wir es positiv. Corey Richard. Pistole ist sehr schön. Neuromod ist noch schöner. Einführung in die Studie der parapsychologischen Meta-Analyse. Beispielsweise zeigt die Durchführung einer Meta-Analyse von mehr als 2000 Ganzfeldexperimenten, bei denen Teilnehmer zum Zwecke des Tests auf Telepathie einer leicht sensorischen Deprivation ausgesetzt wurden, eine Trefferquote von 39%. Diese Ergebnisse sind statistisch signifikant, das heißt, die Erfolgsquote liegt über dem, was nur durch reinen Zufall zu erklären wäre. Es besteht also kein Zweifel, hier geht etwas Unheimliches vor sich. Annelies Gallegos. Hallo, Dr. Kelstrup. Ich wollte Sie nochmals bitten, eine der Verzichtserklärungen der Volontäre sehen zu dürfen. Anna, Sie haben doch heute frei. Ich hatte Zeit, also dachte ich mir... Ich hab doch gesagt, die VVE sind vertraulich. Mir sind die Hände gebunden. Aber gibt es denn keine Erlaubnis für die Wissenschaftler? Ich meine, Herrgott, ich muss schließlich die Befehle eingeben. Hören Sie zu, ich verstehe Sie. Wirklich. Sie wären kein Mensch, wenn das leicht für Sie wäre. Ich wollte nur sicher gehen. Vertrauen Sie mir. Alles, was wir tun, ist absolut legal. Und zwar, weil die Talos 1 außerstaatlicher Raum ist. Hier gibt es keine Gesetze. Anna, Sie sind müde. Das beeinflusst Ihr Urteilsvermögen. Ich habe das eine Weile toleriert, aber genug ist genug. Sie brauchen etwas Erholung. Verstanden? Ja, Dr. Kelstrup. Verstanden. Gut. Jetzt bin ich für mein Treffen mit Alex spät dran. Okay, also einen haben wir platt gemacht, aber auch irgendwie was, eine Feuerleitung oder sowas zum Speien gebracht, keine Ahnung. Kein Passwort gefunden. Könnten sie auch einfach knacken, machen wir auch gleich, wenn wir jetzt nicht irgendwo das Passwort finden. Das ist ja krass, das war ein Mimik, der keinen Bock hatte, sich da zu enttarnen, als ich richtig an ihm dran stand. Interessant. Egal. So. Moment, ging es hier eigentlich weiter? Ja. Achso, das sind wir einfach einmal im Kreis gegangen. War ja nicht noch irgendwo ein anderer... War nicht noch ein Phantom? Scheint weggegangen zu sein. Na gut, gehen wir mal weiter. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ach ja, Moment, die können mich doch heilen. Hallo. Bleibst du mal hier? Idiot. Du sollst mich heilen. Was ist denn los mit dem? Hier oben sind, glaube ich, keine mehr. Wir könnten eigentlich mal so ein neues, so ein Ding einnehmen für die, für den Anzug, genau. So. Und wir können ja auch was essen, so. Alter, warum sind denn die so laut? Ach, fuck, man, ich wollte doch das Ding hacken. Ich bin aber auch blöd, hab's wieder komplett vergessen. Hallo. Meine Stufe 1, easy. Denke ich mal. What? Meine Herren. War ein langer Weg, aber ich wollte nicht diesen komischen da nehmen.
Idiot, ich habe es geschafft, meine Schlüsselkabel für die Leichenhalle einzuschließen. In der Leichenhalle. Kelstrup hält mich ohnehin schon für schwachsinnig. Irgendeine Idee? Denken Sie an die Mission. Die Volontäre, die Transter uns schickt, sind nicht mehr zu rehabilitieren. Es sind zum Tode verurteilt der Soziopathen. Wir sind weder Richter noch Geschworene. Wir nutzen ihre ohnehin schon beschlossene Auslöschung nur zum Wohle der ganzen Menschheit. Lies die Akte von Nummer 13, falls du noch nicht restlos überzeugt bist. Du findest sie im Extraktionslabor. Naja, waren jetzt keine wirklich krassen Mails, aber war auch leicht zu knacken. Hallo. Ja, hallo. So, war das hier das zum Knacken? Achso, jetzt können wir da quasi raus, alles klar. Hallo. Also, vergessen Sie den Patientenfragebogen nicht. Wir sind gleich in unserem unschätzbaren Pferd. Hallo. Ah, da oben ist was, alles klar. Die wollten uns zeigen, wo das ist. Ah. Hä? Hallo. Könnte man an den nicht einfach nur ganz normal immer hochklettern? What? Ha. Was? Okay, also, Moment mal. So, also das geht. Ich glaube, wenn ich da jetzt rüberspringe, geht das schon. Dr. Yu. Nee, es geht noch nicht. Toll. War ich hier unten schon? Ja, okay, das ist der Raum, wo ich schon war. Okay, wie komme ich denn wieder hoch? Ah, ich glaube, da drüben komme ich hoch. Oh nein, nicht nach unten, ich wollte nach oben. Oh fuck. Ja, ich muss noch weiter. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Ich muss noch weiter nach oben. Wo ging's denn hier hoch? Hallo, Dr. Yun. Ja, hallo. Da. So, ich will doch einfach nur auf die andere Seite, Quatsch, da hoch, um die Leiche einzusammeln. Und dann will ich hier lang. Das kann doch nicht so schwer sein. Moment mal, wenn ich das Ding wieder kaputt mache und weiter oben anbringe. Oh, was ist los? Mann! Hallo! Ach, aber diesmal war ich doch. Hier klappt es doch auch so wunderbar. Muss doch da drüben klappen, verdammt. So, wie viele Versuche gebe ich denn jetzt mal noch? Ach so, vielleicht ist auch eins wieder davon zu viel. Ah, Moment mal. Hallo, schön Sie wiederzusehen, Dr. Yu. So, ich hoffe mal, das passt. Shut up.
Also man kommt auf jeden Fall rüber. Es ist halt wieder so kacke gemacht. Hab so wenig Platz. Ja. Wo bin ich denn jetzt? What? Hallo? Ich wollte eigentlich eins weiter hoch. Wo bin ich denn jetzt? Fuck! Jetzt fall ich ganz nach unten, ey. Scan abgeschlossen. Was haben wir jetzt? Mimikry 3, das müsste ja jetzt gewesen sein. Das brauchen wir eh nicht. Also ich glaube nicht, dass ich niemals machen werde. Aber... So, genau hier wollte ich hin, einmal frei. Geht sogar noch weiter nach oben. Na kommt. Muss ich mir erst wieder so ein Ding hier bauen, oder was? Mist, da komme ich nicht weiter hoch. Ha! Sehr geil. Noch irgendwas? Da haben wir jetzt schon so ein kleines Geheimversteck gefunden, würde ich sagen. Nur schade, dass da nicht noch mehr rumliegt. Oh ey, die sind so nervig laut. Ich meine, bei euch, ihr hört das wahrscheinlich gar nicht mehr so krass, wie laut, wie nervig laut im Vergleich zu allen anderen Sachen, die diese Operatoren sind, die Medizinoperatoren, weil ich ja das dann in der Audiospur runtergeregelt habe, aber für mich ist echt nervig laut. Aber der Rest ist halt normal laut, deswegen macht es keinen Sinn, jetzt irgendwie die Effekte runterzustellen oder so. Oder vielleicht doch? Ah, die Effekte sind halt schon weniger. Gehen wir mal auf 60. Komm, mach mal ein Geräusch. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ein bisschen so, machen dann, ja, passt wieder. Jetzt muss ich einfach darüber, oder? Okay, jetzt ist immer noch ziemlich laut, aber ich glaube, ich kann jetzt damit leben. Ach geil, da drüben ist man hochklettern, hier kann man einfach hochgehen. Ich bin auch blöd. Sehr schön. So, Labore B. Sieht erstmal gut aus. Ha! Ganz viel Ersatz. Ein brauchen wir aber auch. Ich glaube, wir hatten echt nicht mehr. Viele Ersatzteile. Boom. Notiz, was für eine Notiz? Ach nee, hier steht Notiz. Hä? Notiz nehmen. Hä? Not a Mimic. Ach so, das ist einfach nur reingeschrieben. Was ein Mimik ist und was nicht. Und da das so blendet, habe ich nicht lesen können. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Dann nimmst du es jetzt mal, oder? Endlich. Gehen wir davon aus, das ist dann alles organisches Material oder so? Noch. Haben wir jetzt alle Notizen oder? Alter, wie viele Notizen sind denn das?
Kann ich damit irgendwas machen? Die sind ja gar nicht aufgeführt, oder? Ist das richtig? Die sind dann wahrscheinlich hier Notizen. Sind die hier mit drin? Ja, egal. Hab zwar schon wieder was gehört. Da drüben. Ah, die scheiß Notizen bringen mir gar nichts. Egal, wir speichern erstmal. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Praxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.